Das Gedankengut der Hamas ist auch in Deutschland weit verbreitet. Bereits 2014 gab es landesweit Anti-Israel-Demonstrationen, bei denen extremistische und antisemitische Parolen skandiert wurden. In Gelsenkirchen riefen radikale Moslems Hamas, Hamas, Juden. In Frankfurt am Main Kindermörder Israel. Auf Plakaten stand die Botschaft, ihr Juden seid. In Berlin wurde Jude, Jude, komm heraus und kämpf allein. Und Juden, wir kriegen euch, skandiert. Ein Imam rief dazu auf, allen zionistischen Juden den und entsetzliche Kampf zu bereiten. In Essen wurde Juden, Juden, stopp den Judenterror und Adolf geschrien. Der Kampfruf Allahu Akbar war bei allen Demonstrationen dabei. Weit über 10.000 radikale Moslems zogen damals durch deutsche Städte. Das ist 7 Jahre her. Aber jetzt scheinen sich viele deutsche Mainstream-Medien und Altparteienpolitiker zu wundern, dass in Gelsenkirchen Juden gerufen und in Berlin 93 Polizisten durch Steinwürfe und andere Attacken verletzt wurden. Dieser massive Antisemitismus kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Die Muslimbrüder und auch die Hamas berufen sich auf den Propheten Mohammed, der im 7. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens vor allem Juden massiv bekämpfte. Im Jahr 627 ließ Mohammed etwa 800 gefangene Juden köpfen, da sie seiner Meinung nach ein Bündnis mit ihm gebrochen hatten. 628 eroberte er die jüdische Ortschaft Kaiba, weswegen bis heute bei antijüdischen Demonstrationen radikale Moslems skandieren: Kaiba, Kaiba, o ihr Juden, Mohammeds Heer kommt bald wieder. Der Zorn Mohammeds gegen die Juden ist auch im Koran manifestiert. So hat Allah die Juden verflucht, einige in Affen und Schweine verwandelt, sie als Affen verstoßen, sie sollen bekämpft und unterworfen werden, bis sie den Tribut in Demut entrichten und seien schlechteste Geschöpfe, die in der Hölle landen. In vielen Koranversen stehen Christen im Übrigen auf einer vergleichbaren Stufe wie Juden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Antisemitismus unter Moslems in Europa weit verbreitet ist. Der Fokus titelte am 18. Mai: Überwiegend judenfeindlich. Deutschland sitzt auf einem Pulverfass. Im Islam liegt der Ursprung. In dem hochinteressanten Artikel wird berichtet, dass fast die Hälfte der europäischen Moslems laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung von 2013 der Ansicht ist, dass man Juden nicht trauen könne. Die jüdische Bevölkerung erlebe die Feindseligkeiten von Moslems hautnah. In einer Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung aus Bielefeld von 2017 hätten 81% der befragten Juden in Deutschland angegeben, schon einmal von Moslems angegriffen worden zu sein. 61% hätten verbale Beleidigungen oder Belästigungen erlebt. Der Berliner Historiker und Soziologe Günter Jikeli habe 2018 eine der wenigen systematisch angelegten Studien zum Antisemitismus unter Moslems in Europa vorgelegt. Er komme zur Schlussfolgerung, dass der Antisemitismus für Moslems Identität stifte und charakteristisch für den Islam sei. Feindschaft gegen Juden gehöre zum Moslemsein dazu. Antisemitismus sei nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Große Wirkung hätten auch türkische, arabische und iranische Medien. Dazu käme der Einfluss von islamistischen Organisationen, die aus dem Ausland bezahlt werden, auf Moscheevereine und Imame in Deutschland. Die Hamas verkörpert den politischen Islam in Reinform. Selbst die CSU hat diesen politischen Islam in einem Leitantrag zu ihrem Parteitag 2016 klar als die Religion des Terrors mit totalitärem Machtanspruch bezeichnet. Dieser politische Islam führe Kriege im Namen der Religion. Gewalt gegen andere Religionen würde beispielsweise gegen das Judentum in Palästina geführt. Die Hamas strebe die Gründung eines islamischen Staates auf dem Gesamtgebiet der heutigen Staaten Israel und Jordanien an. Aber die CSU lässt dieses wichtige Papier seit 5 Jahren in der Schublade verstauben und setzt es nicht in praktische Politik um. Befeuert wird die Agitation der Hamas auch durch radikal-islamische Staatsführer wie den türkischen Präsidenten Erdogan, der Österreich dafür verflucht, dass es die Fahne Israels aus Solidarität gegen den Terror der Hamas gehisst hat. Der demokratische Staat Israel wird von Erdogan hingegen als Terrorstaat verleumdet. Der vehemente Antisemitismus der Hamas
und vieler seiner muslimischen Anhänger auch in Deutschland kann nur beendet werden, wenn der politische Islam verboten ist und seine antisemitischen Bestandteile nicht mehr verbreitet werden. Gleichzeitig muss in diesem Milieu eine umfassende Aufklärung und historische Bildung erfolgen.